und ja, die haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Meine gute alte Fotobox, die ich damals gebaut habe. Und nochmal wie damals der gute alte Disclaimer. Bauteile hiervon, die wurden mir von Reichel zur Verfügung gestellt, deswegen sponsert und so weiter. Ja, wer das letzte Video nicht gesehen hat, nochmal kurz Zusammenfassung. Das hier ist eine sogenannte Fotobox, das heißt hier oben ist eine Kamera drin, ein alter Bildschirm eingebaut, Licht und ein paar Knöpfe. Und das Ganze läuft so ab, dass Leute hingehen können, sehen ihr eigenes Bild hier, können einen Knopf drücken und da wird ein Foto davon gemacht. Das hatte ich damals selber in Python programmiert, allerdings, ja, die Software war nicht so berauschend, ich bin halt kein Python-Mensch. Zwei große Probleme sehe ich da aktuell. Zum einen das hier, als ich die angefangen habe, da war Debian Jesse aktuell. Inzwischen sind wir bei Debian Stretch, das kam kurz nachdem ich die gezeigt habe raus oder sogar am selben Wochenende oder sowas. Und dummerweise läuft meine Software nicht mit Stretch. Bin nie dazu gekommen, die zu aktualisieren, dass das auch mit der aktuellen Version geht. Und der zweite Fehler oder das zweite Problem, was ich habe, das Design, was ich gemacht habe, das lässt sich nur sehr schwer anpassen. Man muss da irgendwie in den Glade-Dateien was, glaube ich, rumfummeln und dann muss man es umwandeln. Oder ne, Qt war es, Qt Designer, naja, was auch immer. Man muss jedenfalls sehr viele Schritte gehen, um das Design anzupassen. Und ich gucke mal noch, ob ich den Auslöser, der im Moment hier vorne ist und dann so einen Timer macht, ob ich das nicht auf einen separaten Buzzer irgendwie setzen kann, dass man das weiter vom Bildschirm wegmachen kann, weil so, ist halt einfach. Gut, würde ich sagen, holen wir den. Ja, gucken, dass die Spinne dahinter nicht mitkommt. Und dann gucken wir mal, was wir damit noch so alles veranstalten können. Also, machen wir mal den Deckel auf. Und ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man alte Projekte, die man mal gemacht hat, auseinanderbaut, dann bekommt man immer ganz tolle Laune. Also, Deckel auf und... immerhin nicht ganz so schlimm. So, was ist denn hier alles abgefallen? Das habe ich keine Ahnung, wofür hier oben Kleber ist. Ach, ich glaube, der hat den hier festgehalten. Kann das sein? Nein. Der Monitor hatte ich gesehen, der ist ein bisschen rausgerutscht. Wo war's? Nö, jetzt ist er wieder drin. Okay, muss man nur mal hinten drücken. Gut, müsste funktionieren. Dann packe ich mir das mal und mache erstmal die SD-Karte raus, neues Betriebssystem und die Software, wenn es geht, direkt schon drauf. Dann schauen wir mal. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich die Karte nicht mit festgeklebt habe und die irgendwie noch hier raus operiert bekomme. Nee, sie wackelt zumindest mal. Das ist schon mal ein Anfang. Eventuell hätte ich es doch irgendwie mit Schrauben festmachen sollen, ne? Na doch, da. Da kommt unsere SD-Karte. Fein, können wir mit der schon mal hier loslegen. Also, einmal Kartenleser an den PC ran und die MicroSD-Karte da rein. Und dann brauchen wir natürlich noch ein entsprechendes Betriebssystem. Das gibt es unter raspberrypi.org, dann Downloads und hier das übliche Raspbian. Diesmal aktuell ist die Variante Stretch. Die gibt es hier in verschiedenen. Wir benötigen Lite oder benötigen nicht, aber macht es einfacher. Einmal Download Zip und dann ein bisschen warten. Zum Flashen benutze ich üblicherweise Etcher, das ist eine kostenlose Open-Source-Software. Einfach auf die Webseite gehen, wird direkt hier vorgeschlagen, passend zum Betriebssystem. Unter Linux üblicherweise in den Installationsquellen verfügbar. Oder ihr geht halt auf die Konsole und macht DD, das geht genauso. Alles fertig, dann holen wir uns hier die Etcher-Setup-Exe, installieren das erstmal, wenn wir das noch nicht haben. Da drin dann einmal Select Image, da drin dann die ZIP-Datei, die wir gerade runtergeladen haben, öffnen. Einmal kurz warten. Wenn ihr nur eine SD-Karte dran gesteckt habt, sollte die automatisch erkannt haben. Ach, kommt bei mir hin. Wenn es nicht passt, einmal auf Change. Dann kann man hier auswählen, welches Gerät es denn sein soll. Auf Flash gegebenenfalls bestätigen und dann entsprechend was warten. Wichtig dabei, durch das Flashen wird alles, was auf der SD-Karte ist, überschrieben. Also immer vorher nachgucken, dass nichts mehr auf der SD-Karte drauf ist, was ihr noch braucht. Dass wirklich das richtige Gerät ausgewählt ist. Ansonsten habt ihr einen sehr, sehr schlechten Tag. Und wir sehen jetzt hier Flash Complete, One Successful Device. Das hat also schon mal funktioniert. Wir haben jetzt Raspbian Lite auf dieser SD-Karte. Was ich aber gerne noch hätte, das ist eine Netzwerkverbindung und Fernzugriff. An der Fotobox selber habe ich ja keine Tastatur oder sowas angeschlossen. Das heißt, es sollte möglichst beim ersten Start schon so sein, dass ich vom PC aus da dran komme, um den Rest zu installieren. Das können wir glücklicherweise machen. Dazu öffnen wir einfach den Explorer und suchen uns die SD-Karte. Dazu gehen wir erstmal hin, ziehen das Ding aus und stecken es wieder ein in den Kartenleser, sodass Windows das Ding neu erkennt. Und dann sollten wir zwei Sachen bekommen. Und zwar Boot unten
Laufwerk E, was angeblich nicht formatiert ist. Hier keinesfalls sagen, Datenträger formatieren. Das würde das Ganze wieder zunichte machen. Hier einfach abbrechen. Das ist eine Linux-Partition, deswegen kann Windows da nicht dran. Für uns relevant ist Boot. Und hier müssen wir zwei Sachen machen. Das erste ist, wir brauchen eine neue Datei. Da gehen wir einfach auf Neu und dann Textdokument zum Beispiel. Und die nennen wir SSH. Und wichtig, nicht .txt. So, einmal bestätigen und dann passt das. Wichtig dabei, ihr müsst die Dateiendungen eingeblendet haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert es nicht. Im Zweifelsfall schaut mal nach unter Ansicht, dann Optionen, nochmal Ansicht. Und hier gibt es diesen Punkt Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. Der muss aus sein, ansonsten kann es trotzdem passieren, dass das Ding ssh.txt heißt. Und das ist dann nicht SSH. Entsprechend würde der Raspberry Pi das ignorieren. Damit sorgen wir schon mal dafür, dass beim Hochfahren die Fernwartungsschnittstelle eingeschaltet wird. Das heißt, wir können uns jetzt übers Netzwerk mit dem Raspberry Pi verbinden und entsprechend darüber machen. Das ist schon ausreichend, wenn ihr über ein Netzwerkkabel arbeitet. Ich brauche hier WLAN, also muss ich noch ein bisschen was nachhelfen. Um WLAN zu konfigurieren, öffnen wir den Texteditor. Das heißt also Notepad, natürlich geht auch Notepad++ oder ähnliches und da fügen wir diesen Text hier ein. Country.de, Control Interface, Update Config, ist alles in der Beschreibung entsprechend verlinkt. Und was jetzt noch gemacht werden muss, das ist hier natürlich Netzwerk und Passwort eintragen, dann richtig. Und auch die müssen wir dann speichern, das heißt wir gehen auf Datei, speichern unter, wählen die SD-Karte aus und die Datei nennen wir dann wpa-supplicant.conf und wichtig, hier unten auf alle Dateien stellen. Ansonsten würde er das wpa-supplicant.conf.txt nennen und das wollen wir nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier auf die SD-Karte einen Rechtsklick und Auswerfen sagen. Das ist dieses sicher Auswerfen. Ja, nicht vergessen, sonst kann es zu Problemen kommen. Einmal draufklicken, wenn er kommt, Hardware kann jetzt entfernt werden. Dann können wir es rausziehen und Richtung Raspi wandern. Dann schauen wir mal. Licht geht schon mal an. Logo kommt auch der Raspberry hoch. Ich sehe nun, ach doch, da oben sind ja die Beeren. Okay, erster Boot kommt dann hier, dass er das Ganze noch vergrößert, nochmal neu startet. Kann einen kleinen Moment dauern. Und dann kommt aber auch schon das Betriebssystem hoch. Das klingt gut. Und da erster Boot ist auch immer noch dabei, hier das Dateisystem passend zu resizen. Das kann alles ein bisschen dauern. Knapp eine Minute später, das sieht doch gut aus. Wir kriegen eine IP-Adresse angezeigt, auch wenn das jetzt irgendwie IPv6 ist. Und ansonsten guckt ihr bei eurem Router nach. Die meisten Router, wie zum Beispiel Fritzbox oder so, haben eine Übersicht, wo man alle IP-Adressen sieht. Der ist jetzt fertig, das heißt, wir können uns eigentlich vom PC drauf verbinden und das Ganze fertig einrichten. Ich habe hier meinen Unifi-Controller, der fürs WLAN zuständig ist. Da sehen wir hier auch ein Gerät Raspberry Pi mit einer entsprechenden IP-Adresse hier im IoT-Netz. Das klingt gut, sollte ich drankommen. Was ich dann benutze, das ist die Software PuTTY. Das ist so ein Fernverwaltungstool für SSH. Das ist dieser Fernzugriff auf die Konsole. IP eintragen, einfach hier oben auf Open klicken. Beim ersten Mal warnt er jetzt, er kennt das Gerät noch nicht, ob die Schlüssel stimmen. Wenn ihr im eigenen Netzwerk seid, einfach Ja sagen. Wenn es später nochmal auftritt und ihr nichts geändert habt, dann stimmt was nicht. Der Login hier, das ist erstmal der Benutzername Pi und dann das Passwort Raspberry. Und damit können wir uns jetzt anmelden, können hier das Ding fernverwalten. Das klingt doch schon mal gut. Linux-Nutzer können natürlich einfach das SSH-Programm auf der Konsole bemühen. Was die Installation angeht, hier ist eine Datei, da stehen die ganzen Befehle, die man braucht, drin. Man muss halt die Kamera anschalten, das System sollte auf dem aktuellen Stand sein. Brauchen ein paar Sachen, wie zum Beispiel Xorg und OpenBox als grafische Oberfläche, worauf das läuft. Python mit PyCamera und PyQt5 und Qt WebKit für die grafische Oberfläche. Etwas für den Login und GPIO wäre eventuell auch nicht schlecht, sowie Git zum Runterladen. Die Installation von der Fotobox geht ganz einfach über ein Git-Clone, das war's schon. Und dann gibt es ein paar Befehle, die man machen kann für Autostart und so. Das schaltet unter anderem auch den Bildschirmschoner ab. Das ist auch mal ganz hilfreich, weil es bringt nichts, wenn die Fotobox nach 5 Minuten ausgeht, weil keiner was drückt. Last but not least, Raspberry Config wird auf B4 gesetzt. Das heißt, beim Hochfahren wird automatisch die grafische Oberfläche gestartet, der Nutzer angemeldet. Und dadurch, dass wir im Autostart die Fotobox drinstehen haben, wird auch die automatisch gestartet.
Das Ganze können wir jetzt nach und nach abtippen oder wir benutzen die böse Variante des Internets, die man nicht tun sollte, nämlich ein Curlpipe Bash. Nachteil bei Curlpipe Bash ist, da können euch Leute falsche Kommandos unterjubeln. Normalerweise sollte man es eher runterladen, dann ausführen, aber ihr wisst ja, ich bin faul, also machen wir das hier so. Und der kümmert sich jetzt um alles Weitere, lädt alles Nötige runter, installiert alles. Danach fehlt dann nur noch ein Reboot und die Fotobox ist einsatzbereit. Beim Start im Übrigen nicht erschrecken, nachdem hier diese ganzen Bootmeldungen durchgelaufen sind, fängt er an, die grafische Oberfläche zu laden. Die Raspberries sind jetzt nicht unbedingt die schnellsten, das kann durchaus mal so 20, 30 Sekunden dauern, bis das dann wirklich das Bild angezeigt wird. Aber es kommt mit der Zeit. Wenn ihr jetzt die Fotobox verändern wollt, beispielsweise mit einem eigenen Design oder so, da habe ich ein bisschen dran gearbeitet, dass es zumindest etwas einfacher ist. Unter Windows empfehle ich euch da die Software WinSCP. Damit kann man sich ja wie mit einem Dateimanager zur Fotobox verbinden, kann die Fotos runterladen, aber eben auch das Design anpassen. Auch hier erst den Rechnernamen eintragen, das ist also eure IP-Adresse, Benutzername Pi, Passwort Raspberry. Dann einmal anmelden drücken. Auch hier kriegen wir wieder eine Warnung, weil der Schlüssel beim ersten Mal noch nicht bekannt ist. Nach dem Anmelden hat man ja zwei Bildhälften. Auf der linken Seite seht ihr eure eigene Festplatte, üblicherweise eure eigenen Dateien oder sowas. Und auf der rechten Seite, da sehen wir den Inhalt dieses Raspberry Pi, wo die Fotobox drauf ist. Für uns interessant ist eigentlich nur der Ordner Fotobox, können wir per Doppelklick öffnen. Und hier gibt es zwei Sachen, die wir brauchen können, die ganz nützlich sind zu haben. Einmal Images. Hier sind die Bilder drin, die von der Fotobox geschossen wurden. Das heißt, wenn wir uns den rüberziehen auf den PC, dann haben wir entsprechend eine Kopie aller Fotos, die mit der Fotobox gemacht wurden. Das heißt also, wenn man nach der Veranstaltung oder so die rundschicken möchte, so kommt ihr an die Fotos dann ran. Und was auch hilfreich ist, ist der Ordner Design. Hier sind nämlich alle Grafiken und Templates drin, wo draus ja das Design der Fotobox besteht. Das können wir uns hier mal angucken. Wenn wir reingehen, dann haben wir einmal hier diese PNGs und JPEGs. Backdrop ist beispielsweise die Hintergrundgrafik, auf der das Ganze basiert. Capturing und die anderen Bilder, das sind solche Zwischenbilder, zum Beispiel hier, während er am Aufnehmen ist, auch die lassen sich ändern. Und Template, das ist eine HTML-Datei. Ich denke, HTML können die meisten von euch. Das ist mit Sicherheit nicht schön, aber ich denke, man kann relativ flott hier das Design sich anpassen, so wie man das haben möchte. Hier sind die Positionen von den Texten und so drin und die Textgrößen. Dabei werden Platzhalter verwendet, also hier zum Beispiel dieses Info in geschweiften Klammern mit Dollar davor, das ist dieser Infotext, der entsprechend hier bei meinem Design oben in der Sprechblase kommt. Die drei Knöpfe, wo die liegen sollen, wie die beschriftet sind und Status ist unten diese Zeile, wo weitere Infos kommen. Wenn ihr eine andere Größe habt vom Bildschirm, dann gibt es zwei Stellen, wo man das abändern muss. Das ist einmal hier. Das heißt also, das Div von der Fotobox muss man passend machen. Eventuell hier unten auch die ganzen Positionen natürlich anpassen. Hintergrundbild ändern. Und dann gibt es noch eine wichtige Datei, nämlich die config.py. In der sind noch weitere Sachen drin. Einmal nochmal die Bildgröße. Das ist das, wie groß das eigentliche Rendering-Fenster am Schluss ist. Hier sind die Kamerapositionen für die Preview drin. Man kann einstellen, ob das ganze Bild gedreht sein soll. Momentan ist so, dass in der Preview das Bild geflippt ist. Das heißt also, es agiert wie ein Spiegel. Auf der fertigen Aufnahme ist es dann nicht mehr gedreht. Da ist es also wieder wie eine richtige Kamera. Auch kann man hier drin weiter unten die ganzen Texte ändern, wenn man da lieber was anderes stehen haben möchte. Ist, denke ich, soweit alles anpassbar und so kann man das relativ flott für die eigene Veranstaltung dann abändern. Einfach die Dateien ändern, wieder hier an denselben Ort hochladen. Kann man hier zum Beispiel einfach per Drag and Drop von der Festplatte wieder hochladen. Überschreiben natürlich. Und dann hat man sein eigenes Design hier drin. So, was den Auslöser angeht, da habe ich hier noch so eine wunderbare Packung. Da sollten große Taster drin sein. Das geht in die richtige Richtung. Das hier sieht doch gut aus. Moment mal, gibt es ja auch, also, wollte ich gerade sagen, eine Unterseite dafür. Wie unschwer zu erkennen ist, aus Fernost, aber mit Zertifikat. Naja, für ein normales Ding wird es halten. Wir haben hier unten diesen Verbindungsblock, der entsprechend dann einen Öffner und einen Schließer, glaube ich, hat. Irgendwie so. Was bei dem interessant ist, der rastet nicht ein. Das ist also wirklich nur ein Taster, kein Notausschalter. Also häufig findet man die als Notaus, das heißt, man drückt die. Dann bleiben sie aber gedrückt, bis das mal anfängt zu drehen und dann springen sie das wieder raus. Das ist hier nicht der Fall. Das hier ist wirklich extern.
Und was auch ganz gut ist, ist halt, dass ein komplettes Gehäuse mit dabei ist. Das heißt unten und oben. Das kann man dann irgendwie auf einen Holzpfosten oder so drauf dübeln. Und ja, das gefällt. Was mir jemand nicht? Doch, okay. Ich wollte gerade sagen, was mir nicht gefällt, ist, dass hier nichts da ist, um rauszukommen im Kabel. Aber hier ist irgendwie so ein Gummieinsatz. Das sollte wohl funktionieren. Dann kann ich da mit meinem Kabel raus und irgendwo dann an der Fotobox wieder rein. Der wird dann einfach parallel geklemmt mit diesem Starttaster. Das kriegen wir, denke ich, hin. Oder einen neuen Pin, das geht auch. Ja, klingt nach dem Plan. Das heißt, ich suche mir mal eine ausreichende Menge an Kabel und gucke mal, wie ich das da dran kriege. Für den Schalter selber müssen wir also erstmal hier bei denen, wo nicht klar ist, rauskriegen, wo der Schließer ist. Das geht am besten mit einem Multimeter in diesem Durchgangsmodus, der piept, wenn man aneinander hält. Einfach die Spitzen jeweils auf beiden Seiten setzen, eine piept, eine nicht. Die piept, ist der Öffner, die nicht piept, ist dann der Schließer. Das heißt also in meinem Fall grün. Da ist hier kein Kontakt und erst wenn ich hier vorne drücke, jetzt wäre Kontakt. Das ist die wir anklemmen müssen. Dazu müssen wir aber erstmal ins Gehäuse rein. Ich habe dazu hier diesen Gummi, der hier drin war, schon mal entfernt. Da ist jetzt einfach nur Loch. Hab den aufgeschnitten und habe ein Kabel durchgesteckt, in dem Fall das hier. Das ist dafür gut, dass der hier mehr oder weniger ein bisschen geschützt ist vor Staub, vor Feuchtigkeit und Ähnlichem. Das kommt dann wieder hier rein. Was wir jetzt hier noch gucken müssen, der hier hat leider zu meinem Leidwesen keine Zugentlastung. Das heißt, wenn man am Kabel zieht, könnte man das da rausziehen. Das wäre nicht gut. Kann zwar theoretisch nichts passieren, aber ja, da sollte man mal gucken, ob man das nicht irgendwie festbekommt. Hier ist leider auch nicht wirklich was, woran ich das festmachen kann. Eventuell, dass ich hier in der Mitte irgendwo einen Kabelbinder durchbekomme und das so festkriege. Muss ich noch gucken. Zum Kabel selber, halt irgendwas mit ausreichender Länge und mindestens zwei Drähten. Das hier ist ein Netzwerkkabel, Verlegekabel. Oder, ne, Verlegekabel ist es eigentlich nicht, weil es ist Litze. Das hat man normalerweise nicht in Verlegekabel. Wie auch immer, es ist einfach nur irgendein Kabel mit zwei Drähten oder mehr. Auf der anderen Seite müssen wir mit dem Kabel natürlich auch noch in die Fotobox rein. Da habe ich mir auch noch was Passendes gesucht. Das ist ja speziell dafür. Der besteht aus zwei Teilen, theoretisch drei. Und zwar haben wir erstmal dieses Teil hier, das kommt in die Fotobox rein. Also hier so, wenn hier die Fotobox ist, wird das so eingebaut, dass sie steht nach außen über. Von hinten kommt normalerweise eine hier so eine Dichtungsscheibe drauf und dann eine Mutter. Leider habe ich keine Mutter gefunden, deswegen hole ich noch einen hiervon. Der kommt also von innen in die Fotobox, sodass das hier dazwischen eingequetscht wird. Das heißt, hier so sitzt er dann außen. Der ist innen drin ein bisschen hohl, geht dann ein bisschen dünner. Da kommt hier so ein Gummistopfen rein, der dient als Dichtung. Darauf sitzt nochmal eine Unterlegscheibe und dann kommt so ein Außending. Das können wir hier durchfädeln und der drückt sich dann hier entsprechend rein, wird verschraubt und so ist das recht gut dicht, wasserdicht und so weiter. Also wasserdicht Stern, wie stark wasserdicht will ich lieber nicht ausprobieren, aber es kommt zumindest nicht direkt was rein, wenn es ein bisschen drauf pieselt. Weiterer Vorteil, wir haben halt hier diese Verschraubung, wo es ein bisschen dicker wird, das heißt, wenn ich da in dieses Holz von der Fotobox reinbohre, dann kaschiert der hier auch so ein bisschen meine Bohrstelle. Das ist auch wahrscheinlich keine so schlechte Idee. Das muss ich mir jetzt natürlich noch irgendwie alles festkriegen. Ja, Aufgabe gesetzt. Also schauen wir erstmal, was wir für eine Bohrung brauchen. Das wäre eine 15 mm Bohrung so in den Dreh. Damit müssten wir auf jeden Fall klarkommen. Und war ja klar, der Bohrer, den ich habe, der kann nur 14 oder 16. Dann gucken wir mal, wenn wir den auf 16 stellen, passt das noch? Ja, das müsste er trotzdem verdecken. Das sollte trotzdem funktionieren. Dann machen wir 16. Und auch wenn man es nicht sieht, man muss ja nicht mehr kaputt machen als nötig. Also ziehe ich mal hier die Folie noch ein bisschen auf Seite. Und ja, normalerweise wäre es wahrscheinlich sinnvoll, hier entsprechend mit einer Bohrmaschine mit einer richtigen zu arbeiten, aber ich glaube, das lassen wir. Wir gucken einfach, das ist 8 cm, also bei 4 cm rum soll es irgendwo gebohrt werden, irgendwo auf der Höhe hier, das ist weit genug weg. Das heißt, da ist jetzt unser Kreuzchen und ich bohre jetzt einfach mal mit so einer Handgedönse hier 5 mm vorbohren. Sollte eigentlich passen. Da. Und dann machen wir das größer.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, weil die ganze Elektronik noch dahinter ist, aber hier ist sehr viel Luft, da ist eigentlich nichts, wo ich reinsäbeln kann. Das sollte eigentlich funktionieren. Und was haben wir gesagt? Auf 16, vielleicht sollten wir das uns noch markieren. Einfachste Möglichkeit, wir holen uns ein bisschen Band. So, und wenn wir jetzt hier drehen, dann sehen wir schön, wo wir hin müssen. Klingt nach dem Plan. Von innen muss das Ganze natürlich noch schön glatt gemacht werden. Das ist jetzt hier einfach ausgefranst, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Schwierigkeit. Einmal mit dem Messer durch und schon ist da Ruhe. Einfacher ist es natürlich, mit dem großen Bohrer von innen noch mal ranzugehen, aber hier ist dann leider doch zu voll, dass ich da nicht mit der Bohrmaschine hinkomme. So, dann gucken wir mal, ob wir das auch da reinbekommen. Und die beiden Kabel, die ich hinten am Schließer angeschlossen habe, die mache ich jetzt hier einfach parallel zum obersten Taster. Das ist ja der, den ich benutze, um auszulösen, um auch zu speichern. Das heißt also, man kann im Prinzip, wenn man keine Bilder verwerfen möchte oder so, alles von diesem einen großen Buzzer aussteuern. Ja, und ich habe jetzt das Ding schon was länger dran, hab's bei einer Veranstaltung einfach diesen Buzzer auf den Tisch gelegt. Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt hier in dem Fall ist eine Wand in der Nähe, hier so ein Gummi-Anti-Rutschpad fürs Handy geholt. Das hat meistens genug Klebekraft, um das Ding an der Wand zu halten. Und gleichzeitig macht man die Wand nicht kaputt. Also bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, damit irgendwie Tapete runterzuholen. Das sollte eigentlich passen. Und das macht die Bedienung doch halt deutlich einfacher für Leute, die jetzt nicht so technisch versiert sind und verstehen, dass der Pfeil, der auf einem physikalischen Knopf zeigt, meint, dass man diesen Knopf drücken soll. Ja, gut. Ansonsten, die neue Softwarestruktur hat bisher gehalten. Dieser Aufbau mit HTML macht es auch mir jetzt einfacher, wenn ich irgendwie hier eine Feier habe, da irgendwas Passendes zu machen. Zum Beispiel, indem ich dann hingehe und statt diesem Strichmännchen hatte ich jetzt bei einer Veranstaltung irgendwie ein altes Kinderfoto von der Person, die Geburtstag hatte, da reingemacht. Und für eine andere Veranstaltung, wo ich das Ding mit hatte, halt einfach irgendwie so einen Tisch mit Alkohol fotografiert, so als Standardbild zwischendrin. Da waren dann die Leute, die vor der Linse waren, immerhin nicht das mit dem höchsten Promillewert, was der Bildschirm darstellen musste. Nur gut, also ich bin zufrieden jetzt hiermit. Die neue Software wesentlich einfacher, der Buzzer wesentlich einfacher für die Leute zu bedienen. Das Ding hat jetzt wieder ein paar Partys mitgemacht. Bis jetzt hält noch alles und ich würde mal sagen, damit tut das Ganze, was es soll.